Herr Schwab, Sie sind Datenbankadministrator bei der WIT-Gruppe und haben dort Ihre Datenbankenplattform auf die Oracle Exadata mit ZFS gewechselt. Dadurch waren Sie gezwungen, einen neuen Weg für den Aufbau der Testsysteme zu finden. Können Sie kurz beschreiben, welche Anforderungen Ihre Testumgebung hat? Ja, auf der einen Seite gibt es die Anforderungen, die wir ja schon länger hatten, durch unsere alte Umgebung. Das heißt, wir wollten Klone erstellen, Klone für die Testdatenbanken von unserer Live-Datenbank, die völlig unabhängig voneinander sind und die wir auch jederzeit zu einem beliebigen Stand der Live-Datenbank neu erzeugen können. Dabei wollten wir einen Mechanismus verwenden, der auf jeden Fall sehr platzsparend ist, sodass wir für die damals neuen Testdatenbanken, die wir vorher hatten, auf jeden Fall nicht die komplette Storage voll machen. Jetzt kamen durch unsere neue Umgebung auch neue Anforderungen hinzu. Dazu zählt zum Beispiel durch unsere Entwickler, dass sie statt den neuen Datenbanken, die wir bisher hatten, mindestens 15 Testdatenbanken wollten. Also knapp verdoppelt fast. Außerdem haben wir als DBA natürlich gefordert, dass der ganze Mechanismus schneller geht. Also wir wollten wirklich einen Klon auf jeden Fall in unter einer Stunde bereitstellen. Und wir wollten auch eine möglichst praxisnahe Performance unserer Testsysteme gewährleisten. Das heißt, wir haben jetzt eine Exadata in Kombination. Wir werden nicht die Performance der Exadata erreichen können, aber zumindest sehr, sehr schnell. Dabei nutzen Sie auch das Oracle Snap Management Utility. Was genau ist es und welche Vorteile bietet es? Ja, das Snap Management Utility von Oracle ist ein browserbasiertes Tool, das den DBA dabei unterstützt, mit der ZFS Storage Appliance zu interagieren. Das Tool an sich installiert man auf seinem Rechner, im einfachsten Fall direkt beim DBA. Wenn man es etwas professioneller betreiben will, natürlich auf einem eigenen Server. Und kann dann über eine Schnittstelle, über SSH, auf die ZFS zugreifen und deren Storage-Technologien benutzen. Was braucht man jetzt dazu, um eine Datenbank damit zu verwenden? Die Datenbank muss natürlich ihre Data-Files oder auch alle anderen Files auf der ZFS-Storage haben. Auf irgendwelchen Shares dort. Und das SMU muss natürlich den Host, auf dem die Datenbank läuft, und die ZFS-Storage erreichen können übers Netzwerk. Dann hat man die Möglichkeit, einmal ein Backup per Snapshot zu erstellen. Auf diesen Snapshot kann man auch jederzeit wieder restoren oder auch auf einem beliebigen Zeitpunkt zwischen zwei Snapshots recovern. So, man ist da völlig flexibel. Und der Punkt, der für uns natürlich am interessantesten ist, man kann Klone erstellen. Und SMU unterstützt einen dabei so, dass man wirklich nur noch auf einen Knopf drückt, beziehungsweise vorher ein paar Parameter festlegt, zum Beispiel auf welchem Host soll der Klon laufen, was für Parameter und Einstellungen will ich da haben, dann auf einen Knopf drückt und SMU kümmert sich darum, die Shares auf der ZFS zu klonen, diese Klon-Shares dann auf dem Host zu mounten, alle Files im Oracle Home anzulegen, die man benötigt, also es wird auch ein Passwort-File angelegt, es wird ein ORATAP-Eintrag angelegt. Und man bekommt am Ende wirklich eine lauffähige Datenbank hingestellt und muss sich überhaupt nicht um das ganze Thema wie Scripting kümmern. Möchte man das Ganze dennoch skripten, bietet SMU auch die Möglichkeit, über eine Command-Line-Interface per SSH zuzugreifen und so kann man das auch beliebig in einen automatisierten Aufbauprozess einbauen. Die SMU funktioniert nur in Kombination mit dem ZFS-Storage und der Exadata oder gibt es auch andere Kombinationen? Jein, also der Host, auf dem die Datenbank später läuft, da ist man relativ flexibel. Das heißt, es muss keine Exadata sein. Man kann auch einen Server benutzen, auf dem ein Windows-Server-Betriebssystem läuft, ein Solaris oder ein Oracle Linux. Bei der Storage ist man auf jeden Fall an die ZFS gebunden. Und das Arbeiten mit diesen Snaps anschließend, hinsichtlich der Performance, gibt es da Probleme? Wie oft müssen Sie die Snaps neu anlegen? Aktuell können wir keinerlei Probleme feststellen. Also unsere längste Datenbank, die wir momentan am Laufen haben, ist ungefähr 3,5 Monate alt. Die Performance ist eigentlich immer noch genauso wie nach dem Erstellen des Klons. In erster Linie denke ich, liegt es daran, dass ZFS das Copy-on-Write-Verfahren benutzt. Das heißt, geänderte Blöcke, egal ob jetzt bei einem normalen Schreibvorgang oder bei einem Snap, werden nie im selben Block verändert, sondern immer an eine neue Position geschrieben und dadurch ist es auf jeden Fall schneller. Wichtig ist auf jeden Fall für die Performance der Klone, dass man sich bei dem Sizing der ZFS-Appliance Gedanken macht. Das heißt, die ZFS skaliert mit der Anzahl ihrer Platten, die man verwendet. Und man sollte daher hergehen und nicht sagen, ich brauche so und so viele Platten, weil ich so und so viel Platz benötige, sondern ich brauche so und so viele Platten, weil ich eine gewisse Performance erreichen will. Vielen Dank, Herr Schwab, für das Gespräch. Bitte.